Nach der Waldviertlerin Tisna Weiß hat sich der Waldviertler Martin Litschauer von den Grünen zu einer tatsächlichen Berichtigung gemeldet. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Der Kollege Kasek hat in seiner Rede gesagt, dass die Atomkraftwerke im Betrieb CO2-neutral sind. Dem muss ich hier widersprechen. Erst im Oktober haben die französischen Medien berichtet, dass in Flamanville das Treibhausgas FS6 unzulässig hoch freigesetzt worden ist vom Atomkraftwerk. Das heißt, auch die Atomkraftwerke setzen im Betrieb Treibhausgase frei, auch wenn es nicht direkt CO2 sind, sondern Gase, die noch schlimmer sind als CO2 in der Treibhauswirkung, werden da freigesetzt und das auch während des Betriebes. Und es gibt keine falschen Atomkraftwerke, die abgeschaltet werden. Jedes Atomkraftwerk, das abgeschaltet wird, ist richtig. Danke.